hier ist Finn. Hallo. Boah, wie kann man auch so eine Scheiße bauen, ehrlich? Servus, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Das Wetter ist gut. Es ist zwar sehr windig, aber heute ist mal wieder der Bus dran. Die Dachanlagen müssen runter, weil da irgendwann der Dachträger draufkommt. Und das passiert heute in diesem Teil. Es geht los. Warte, ich muss jetzt mal mein Riesenköfferchen erstmal hier runterkriegen. Oh. So. Machen die Bremsen rein. Ja, der Sascha ist mit dabei. Der Dominik ist heute mit dabei, weil alleine schaffe ich das nicht. Wir müssen die Anlage hinterher runterheben. Jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir fangen mit der hinteren an. Weil da bleibt die Leitung letztendlich liegen. Vorne wird das ein bisschen schwieriger, weil da müssen wir den ganzen Himmel abbauen. Also hinten erstmal ab. Vielleicht schaffen wir auch nur eine heute, weil dann kann die vordere erstmal drauf bleiben. Wenn da ein Balken hinten drauf wäre, das wird hässlich sein. Du brauchst einen Schlüssel? Habe ich. So, Bums. Jetzt haben wir nämlich schon das Problem. Ne? Hier ist übrigens das neue Navi drin. Das baue ich aber erst in der nächsten Woche ein, meine Freunde. Ja. Das wird richtig. Oh, sind wir schwer. Schieben wir die erstmal da rein. Ach, so eine neue Platte habe ich auch bauen lassen. Die ist jetzt auch hier drin, die passt nicht ganz so, also da hat GEWA Fahrzeugbau ein bisschen was versemmelt, die ist 3 mm zu lang, aber der Wille war da. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wir kriegen den Himmel hier nicht raus, weil das ist so festgeschraubt, dass da nichts geht. Das heißt, wir können vielleicht diese komische Platte hier vorne abnehmen, ja, und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, daheim da hinter zu gucken. Oh, da liegt ein, oh, da müssen wir vorsichtig sein, ey. Siehst du Schrauben? Ich sehe keine Schrauben. Ich sehe auch keine Schrauben. Also das Einzige, was doch, ich... da, ich sehe Schrauben. Wo? Da, eine. Eine, ja, super. Und lass mich raten, die Schraube auf der Seite liegt unter diesem Dingens drunter. Weißt du, was wir da machen könnten eventuell? Die abflexen, die Schrauben hinterher. Weil ich glaube nicht, dass wir die abkriegen. Den Stecker, Steckverbinder, ja, das funktioniert. Da kommen wir auch mit dem Silikon hinterher rein. Aber wir kriegen das nicht ab. Auf der linken Seite, da hinten sehe ich eine Schraube. Ich sehe auch eine. Ein oder zwei. Und zwei, die anderen sitzen genau unter dem Ding hier. Was du aber nicht wegkriegst, ohne den Himmel komplett auszubauen. Wir flexen hier einfach weg. Was ist das, ein Sechskant oder was? Ja, Sechskant. Zehner. Ich schraube erstmal die Anlage auf dem Dach auf und guck mal, wie die da drin aussieht. Boah, das ist so kalt jetzt schon. Ich habe nur die eine Schraube gelöst hier. So, hier. Gebt ihr das? Oh, da ist eine Spinne. Die Spinne ist draußen. So, Leute, also so sieht die Anlage von innen. Ach du Scheiße, sind die Schrauben lang. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nächste Bauteil kommt. Die Heckwarner. Guckt der mal an, wie lang die Schrauben sind. Ja, Leute, das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe mir das jetzt wirklich ein bisschen einfacher vorgestellt, aber ich glaube, das wird schlecht. So. Willst du mit auf der Leiter gehen? Ja, ich komme mit auf der Leiter. Komm von der Seite hier hoch. So, was machen wir da jetzt? Du bist der Spezialist. Nein, dreht sich noch. Doch, dreht sich? Dreht sich. Hm. Warte, da ist so, wo du jetzt, da ist so der Lüfter, wo du jetzt runterschraubst. Nicht, dass der Lüfter im Weg ist. Ist mir egal. Die Zange ist halt scheiße. Ich könntest du doch von innen machen, die Seite, oder? Ja, aber die andere Seite geht ja nicht ab. Ja, das ist halt diese Korrosion, ne? Das ist ein Problem. Da müssen wir gleich gucken, wie wir das hinkriegen. Die ist wichtig. Wenn wir die loskriegen, dann haben wir eigentlich gewonnen. Hey, das geht. Ja? Ja. Ist das nicht falsch rum? Nee, so ist der lose, oder nicht? Das geht. Das geht sich. Die müssen wir nochmal tüfteln hier. Entweder war da Glück mit dem Straußspray oder das funktioniert wirklich. Nein, das dreht sich doch jetzt. Doch, jetzt. Jetzt. Geht die schon hoch? Ja. Ja, geht. Drück mal runter. Drück mal die Schraube runter. Welche, die hintere? Irgendwelche. Ach, keine Ahnung. Boah, nicht der Lüfter. Ja, weiter nach unten. Du musst doch jetzt von innen mit der Zange da irgendwo rankommen. Ja, aber geht ja nicht. Auf der Seite ist ja dieser Wichslüfter. Da ist das gar keine Chance, hier irgendwie... Wenn du jetzt da mit der Zange die festhältst und dann absägst, dann kann die ja nicht reinfallen, wenn die Zange die... Ja, aber wir kommen ja nicht auf die Seite ran. Ja, da kommen wir nicht dran, da fällt so die Schraube weg. Ich erst mal die Gläser abmachen, bevor die da irgendwas runterfallen und kaputt gehen. Sehe ich schon kaputt. Ja, sehe ich schon los hier, der eine. Der war gerade nicht kaputt. Ja, ja, da ist ja gar keine Schraube drin. Also Leute, die Schwierigkeit ist jetzt, die Schrauben da irgendwie rauszubekommen, weil von unten geht's nicht. Da haben die nämlich die Verkleidung einsilikoniert. Das heißt, erst ist durch. Jetzt versuche ich das hier mit diesem Ding rauszudrehen. Ach, jetzt ist durch. Das ist durch. Das könnt ihr hier sehen. Das ist eine lange Schraube, ey. Wahnsinn. Aber... Das war nicht so lang, ne? Nee. Die ist ab. Also, links ist schon mal los. Das sieht schon mal... Leute, wir kommen schon mal ein Stückchen weiter hier. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so ein Akt ist, den Balken hier zu bekommen. Das wird gleich ein bisschen schwieriger, weil das Gewinde schon zerstört ist. Oh. Ah, Traum. Super. Schön. Geil.
Mhm. Geht schon in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Das ist ja wie ein Radschwert-Ding. Ja. Geil! Jawohl! Jetzt gucken wir, ob wir das so da rauskriegen, ohne das Kabel hier zu zerstören. Dominik? Ja? Bist du bereit? Ja, warte. Für eine schöne, leichte DBS. Geil. Kiss dich ab. Ja, weiß ich nicht, die muss runter. Nee. Wir haben die schön mit Silikon wunderbar eingeklebt. Perfekt. Boah. Da ist er. Da ist er. Haben wir schon mal das erste. Komm, tu du mal deine Ärmchen rein. Ich? Schraube. Ja, wir müssen jetzt erstmal mit der Hand da durchkommen. Okay. Eine haben wir. Die vordere. Ah, haben wir. Boah, hat Glück gehabt. So, jetzt. Da hast du aber jetzt Glück gehabt, ey. Wäre die fast noch reingeflogen. Ja, jetzt gucken wir mal die andere Seite, ne? Weißt du, was geil wäre? Wenn du Glück hast, fällt das Ding einfach in den Zwischenraum hier und dann holst du das da hinten raus. Nimmst du die Kamera mit nach oben oder sollen wir die hier unten halten? Die Zuschauer dürfen jetzt entscheiden, wir machen eine kleine Umfrage. Hier oben wird jetzt eine kleine Umfrage eingeblendet. Möchtet ihr mit hoch oder bleibt ihr unten? Okay, natürlich bleibt ihr unten. Ja, du siehst da nicht mal. Kannst du das mal, so halten? Da ist der Lüfter. Du kommst da nicht dran, die sind genau über dem Lüfter. Nicht, dass du den Lüfter jetzt kaputt machst, damit, wenn du die reinschraubst. Hätte auch ruhig gerade machen können, ne? So, die Zuschauer können jetzt wieder entscheiden. Reindrücken oder raus? Ich meine, wir können auch noch größer schneiden, oh, ne? Oh, die ist weg. Oh, scheiße. Fest dran, wenn man hochlässt, die Schraube weg. Dann fällt die da hinten zur Seite rein und dann holst du sie raus. Dann fällt die in den Lüfter, verkantet sich in den Lüfter und dann explodiert das Auto. Pack mal an! Also, Reiniger und dann machen wir erstmal die Löcher einmal frei. Scheiße, ich möchte auch keine Kratzer in das Dach machen, weißt du? Das gestaltet sich auch mit so einem Schaber hier auf jeden Fall schwieriger. So, Gasreiniger drauf da erstmal. Und einmal grob sauber machen vorher. Wir haben jetzt hier Blindstopfen. Oh, zu klein. Ah, könnten passen, oder? Eine Grenze des Möglichen, ehrlich gesagt. Ja, ist kacke. Das ist echt scheiße, wenn man halt, ne? Deswegen ist der Ausbau auch insolvent gegangen, weil der hier so einen Putsch veranstaltet hat. Weil laut Montageplan soll man nämlich ein 8er Loch nehmen. Das heißt, du hättest einen 8er Durchmesser auch. 8er, 9er maximal. Und das sind 1 Zentimeter Dinger hier. Das heißt, die hätten jetzt wahrscheinlich das Loch genau aufgefüllt. Das heißt, wir können ihn da so reindrücken. Aber ob das Ding jemals dicht wird, siehst du erst, wenn das regnet. Und da habe ich keine Lust drauf, ne? Dass das Auto vollläuft mit Wasser. Was machen wir? Dinger da rein oder wir nehmen die Schrauben einfach. Die sind eh erstmal über. Dann hole ich da neue Schrauben. Wenn wir den rausdrehen, aber ich hole mal einen raus eben. Aber die Schraube ist doch jetzt auch nicht. Ah, warte. Oh, guck mal. Wenn wir den komplett einsilikonieren, ist das besser, ne? Ja. Als der Stopfen, oder? Lass uns die großen nehmen. Die kosten nicht die Welt. Die kaufe ich dann morgen direkt neu. Da kann dann auch nicht reinregnen. Das ist eh so ein Ablauf da drin wahrscheinlich. Hast du, denn, hast du deinen Untergrund denn auch geprimert? Warte. Jetzt ist das Ding soweit. Machen wir ein bisschen was von rein. Wir machen jetzt das knallert das Loch erstmal zu hier. Das sollte reichen. Wenn du den leicht platt drückst, dann hast du den ganzen, das ganze Dach voll geklebt und dicht. Pass mal auf. Fuck. Ich krieg den immer gelöst hier. Ja, ist ein bisschen viel, aber sicher ist sicher. Ich drück das jetzt mal erstmal hier drauf. Wo ist das Dach? Ich dreh den auch rein, damit das noch amtlicher ist. Ich guck keine Finger und abziehen. Hau ab, da bleibt so, dann schneiden wir mit dem Cuttermesser weg hinterher. Lass das mal so, das sieht gut aus, oder? Jetzt brauchst du noch eine Schraube. Dicht ist dicht. Jetzt brauchst du noch eine Schraube, ja genau. Nächste Schraube. Ach, der vordere Balken ist doch in 10 Minuten ab. Denkst du? Also die Löcher sind jetzt zu, wir haben die jetzt einfach hier die Dingenschrauben rausgeschraubt vom Rand und haben jetzt da die Teile einfach reingedrückt. Muss man hinterher mal gucken, ob sich da irgendwie Feuchtigkeit ansammelt, aber ich glaube jetzt nicht, weil die Dinger einfach, ja, auf jeden Fall dicht sind. Jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil.
Und zwar diesem Ding hier. Ich möchte diesen Kabelsatz gerne übernehmen, weil ja letztendlich ein Dachträger draufkommt, der noch ein paar Lightbars bekommt. Das heißt, ich nehme die Kabelleitung jetzt einfach. Ich brauche da nichts Neues legen, denn die geht sowieso bis nach vorne. Das habe ich schon überprüft. Und dafür habe ich jetzt einen speziellen Steckverbinder in dieser kleinen Box hier. Und der kommt jetzt letztendlich hier drüber. Seht ihr das? Der kommt jetzt hier hin und dann kommt ein Gegenstecker drauf. Das sieht so aus. Bums. Und an diesem Teil wird dann letztendlich der Dachträger verkabelt, wenn der Dachträger irgendwann mal ankommt. Der Hersteller ist hier Harting, das sind die Hahn Eco. Und was hier einfach der Vorteil ist, ist, dass diese Teile aus Plastik sind und nicht aus Aluminium oder aus irgendeinem Guss. Und demnach sind die jetzt korrosionsbeständig. Das heißt, es korrodiert nicht, weil es passiert oft so, dass diese Druckgussdinger, wenn ihr die Schrauben hier festsetzt, dass die anfangen zu blühen. Und durch diese neue Generation der Plastik-Eco-Verbinder hier, bleibt das aus, auf jeden Fall. Schön mit Silikon eingeklebt wieder hier. Alter. Oh, ich muss die Kamera nochmal abstellen. Ich guck gerade mal eben, ob ich diesen Verbinder hier reinkriege. Ja, das Kabel drücke ich jetzt erstmal da rein. Muss ich gleich nochmal durchführen. Vielleicht passt das von... das wird knapp. Ob man das Ding jetzt nochmal aufbohren muss oder nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das müsste man gleich überprüfen, weil nicht, dass diese Kanten hier zu scharf sind dafür. Aber so sollte er letztendlich auch sitzen. Ich würde sagen, das passt. Ich gucke mal eben, wie das Inlay aussieht. Hier unten kann ich die gleich verkabeln, anstöpseln. Aber normalerweise, nee, das Lochdurchmesser reicht. Das heißt, ich muss jetzt hier gar nichts Viereckiges bauen. Ich muss nur halt bedenken, dass ich den letztendlich so reinkriege. Das heißt, ich muss erst die Anschlüsse anstöpseln. Dann kommt das Ding da drauf und dann kommt der Verbinder drauf und dann schrauben wir den fest. Aber das kriegen wir hin. Wir machen die jetzt einmal schön gerade ab hier. Jetzt machen wir das mal ein bisschen länger hier, damit wir ein bisschen mehr Spiel haben. Boah. Ich muss nur aufpassen, das Messer ist so scharf, nicht, dass ich jetzt hier in die Litzen reinschneide. Dann kann ich das ganze Spiel nochmal neu beginnen. Also, Anschlussleitung haben wir, die sind alle soweit beschriftet. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das einfängt, ich hoffe. Ein Stück nach hinten, nicht zu nah. Zirk. Muss uns ein bisschen beeilen, die Sonne geht unter. Wahnsinn, ey, was ein Aufwand. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert. Aber wir müssen auf jeden Fall den vorderen Balken abmachen heute. So Leute, jetzt haben wir es soweit durch. Alle Dinger müssen jetzt nur noch hier rein. Und das Schöne ist daran, die sind alle beschriftet. Wo ist denn der Schraubendreher, der Strauß-Schraubendreher, der kleine? Wo haben wir die 10? Der Elektriker. Jo. Hast du gerade wieder unten runtergelegt, glaube ich. Habe ich runtergelegt? Ah, der ist fest, der ist bombenfest. 10 haben wir schon mal drin. Jetzt arbeiten wir uns nach unten. Was haben wir noch so im Angebot hier? Hier schon mal die 4. Ach komm, dann nehmen wir die 4 direkt mit rein da. Das ist die 9. Das ist ja wie Malen nach Zahlen hier. Das kann man nicht mehr lesen. 6. Und jetzt hätten wir noch einen im Angebot und zwar die Nummer... 7. Ja, die Masse. Dann nehmen wir aber einfach die 11, weil die Erdungsleitung ist schon so kaputt. So, jetzt machen wir hier noch ein kleines Schrumpfschläuchchen drüber. Ziehen die noch einmal zusammen, die Scheißdinger. Ich repariere die dann da. Und hoffen, dass das jetzt da auch reinpasst. Ich klette das Ding jetzt da schon mal komplett ein. Das klickt jetzt einmal ein, Leute. Die Leitung verschwindet. Perfekt. Vierer. Bohrer. Fertig, Leute. Das ist ja eigentlich schon eine Dichtmasse, ne? Ja, eigentlich ist das dicht. Ja, aber dicht ist dicht. Ne? Doppeldicht ist besser als einfach dicht. Die brauchen wir gleich sowieso nochmal für die Löcher. Wahrscheinlich. Aber ich wollte den jetzt erstmal schon mal so draufsetzen. Schräubchen haben wir hier. Ja, mit einer Hand ist jetzt scheiße. Ich muss mir einer helfen mal hier. Jetzt müssen wir die dann noch von unten kontern. Das wird ja auch noch eine Nummer werden für sich. Kontern ist einfach. Es ist fertig, Leute. Es ist fertig. Sekunden. Jetzt müssen wir nur noch von innen kontern einmal. Unterlichtscheiben haben wir, ne? Es ist kompliziert. Kommst du nicht dran, ne? Doch, kommst du dran. Das war schwierig. Ach so, doch, da sind sie. Nee. Also, wir müssen gleich ein Stückchen noch mal rausziehen. Ja, das ist jetzt natürlich tricky, da hochziehen. Boah, wie kann man auch so eine Scheiße bauen, ehrlich? Das ist so kacke einfach. Erstes drauf. Ja, die Leitung hier, die ist auch super auf Spannung. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die irgendwie anders legen können hier. Ich krieg meinen Finger noch nicht mal da oben gedreht. Oh fuck, das tut so weh. Meine Fresse, nee. 3 und 4 ist super tricky, weil da... Die hinteren, ne? Weil da jetzt so ein scheiß Blech vor ist, weil wir genau an dem Blech reingebohrt haben. Das Ding ist so eng, da müssen wir jetzt wahrscheinlich im T-Shirt da irgendwie durchgreifen. Das wird jetzt arschkalt, aber wir müssen halt diese Kontermutter da rein. Ich kann den Arm da drin nicht drehen, weil das so eng ist.
Okay, versuch mal einen. Bist du drauf? Noch nicht ganz. Ich guck jetzt mal, dass ich eben hier Dingers finde. Ja, das war aber jetzt Glück, ne? Boah, das siehst du aber gar nicht. Ja, tu die Sonnenbrille ab. Warte mal, hier die kannst du schon mal. Welche? Oben rechts. Ja. Warte. Welche denn? Auf derselben Seite vorne. Okay. Fertig? Ja. Die andere Seite hier, vorne. Nee, nee, warte. Keine Kraft hier. Die letzte ist scheiße. Das geht. Das geht. Gut? Fest. Jo. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Also so ein Projekt. Viel? Ja, ja, machen richtig was drauf da. Ja, ja, reicht schon. Super. Also abgespritzt. Also so eine Nummer, ne? Also so ein Projekt hatte ich noch nie. Du sagst. Da war der Yeti nichts hingegen. Da war der Yeti, da war der Witz. Oh, ist durch. Jetzt sehe ich komplett weiter nach rechts die Schiene, ne? Ja, rechts weiter geht ja nicht. Die ist ja schon in der richtigen Position, nur die Klipse sind anscheinend nicht. Warte, ich hab sie. Meine Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Aber nein, wir haben ja noch einen vorderen Balken. Und der ist halt jetzt genauso spannend. Deswegen würde ich sagen. Ach nee, wir müssen den erst fertig machen. Warte, ich mach jetzt mal zu hier. Nur die Kamera mit. Dann erkläre ich jetzt noch mal kurz was zu dem letzten Ding da oben. Der Steckverbinder steckt jetzt. Jetzt können wir diese Teile hier wieder einhaken. Die werden jetzt hier so eingesetzt. Und jetzt kommt hier dieser Deckel drauf. Als Abschluss. Und der Anschluss ist dicht. Jetzt haben wir hier diesen Gegenstecker. Der kommt allerdings erst dran, wenn der Dachträger da ist, weil dann wird damit letztendlich der Dachträger mit Strom versorgt. So, die nehme ich wieder mit rein. Den Rest packen wir auch runter. Und dann geht's nach vorne zu den Balken. Boah, ist das kalt. Ich ziehe mal mein Jäckchen erstmal wieder an. So. Ja, der Balken ist weg. Das sieht schon cool aus, ne? Wir müssen mal auf die Bits achten, dass die Bits hier nicht verschwinden. Ich würde jetzt einfach sagen, du holst dir deine Säge runter, den Klipp und dich den Scheiß schmeißt du weg und dann gucke ich jetzt mal hier in den Innenraum, wie wir den rauskriegen. Also wir müssen jetzt den Himmel hier einmal abbauen, weil wir oben an die Leitung rankommen müssen. Das ist jetzt natürlich die Frage der Fragen. Was bauen wir zuerst ab, um den Himmel hier rauszukriegen? Das sollte eigentlich ganz simpel sein. Da sitzt eine Schraube, da sitzt eine Schraube. Das Ding in der Mitte ist hier wahrscheinlich auch nochmal verschraubt. Dann ist das Ding auch schon durch. Normalerweise musst du die Dinger an der Seite abnehmen, weil wenn wir Glück haben, können wir den nach vorne rausschieben. Kann man den Himmel rein theoretisch gleich so nach vorne runterziehen. Jetzt müssen wir hier nur gucken, welche Schrauben sitzen hier drin. Wo ist denn deine Schraube? Ach, du bist geschraubt, du bist auch so geschraubt. Ich kenne ihn nur geschraubt. Kleiner Imbus lange. Habe ich auch noch nie erlebt, dass die Lampen anschrauben. Ich kenne ihn eigentlich nur mit Torx geschraubt und nicht mit Imbus. Ja, ist ja Torx. So, also hier ist das Ding schon locker, da ist das noch nicht locker. Ich schraube das mal los. Guck mal, was hier passiert. Schraube Nummer 1 hast du? Ja. Und 2 hast du? Ja. Hier hinten müssen wir nur rausziehen, aber wir kommen nicht drum rum, den Holm hier auch noch abzuziehen. Vorsichtig, da sind so Klipse drin. So, jetzt können wir den Himmel, Vorsicht, wir müssen erst mal gucken, wo das Kabel hingeht. Jetzt nicht zu schnell ziehen, warte. Boah, die Schrauben sind gut, warte, ey. Warte, zurück. Ja. Boah, so. Schlosserschrauben. Boah, die Schrauben sind gut, Alter. Hier, willst du eine Kamera haben? Ich mach dir die Tür auf. Ach ja, gib mal her. Leute, das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen einfacher aus. Hier ist wieder so ein riesengroßer Haufen an Dichtmasse. Aber hier sitzen die Schrauben. Die haben jetzt extra nochmal Verstärkung hier eingenietet. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt diese Schrauben lösen, dann ist der Balken auch schon runter. Ich hab die Nummer 1. Wo ist die Kamera? Ach da. Hi. So, das ist die eigentliche Anschlussleitung von der Anlage oben. Da hast du einmal Lautsprecher, hier hast du einmal Plus und Minus und hier hast du nochmal Lautsprecherüberbrückung. Totaler Schwachsinn, brauchst du nicht. Die Frage ist, was passiert, wenn ich das jetzt hier zusammenstecke? Warte, jetzt kommt hier noch ein Kabel runter. Das ist die scheiß Dingens, ne? Heckwarnsystem. Ah, super. Das ist das Antennenkabel von der Digitalantenne, ey. Ganz ehrlich, meinst du, habe ich jetzt Bock drauf, das ganze Kabel da rauszufummeln? Das klingt aber vielversprechend, muss ich ehrlich sagen, wenn das so ein Geräusch gibt. Oh, da ist das ja da los, ist das, ab, Kabel. Das Kabel. Die haben nämlich nur ein Handfunkgerät hier drin gehabt, das heißt, das ist keine Fahrzeugfunk. Demnach brauche ich nicht mehr, ziehe ich einfach demnächst in die andere Richtung raus und schon ist der Drops gelutscht. Jetzt können wir die Anlage oben runternehmen. Abgesehen davon, dass die hier natürlich noch eingeklebt ist, die Scheiße. Was mache ich mit dem Leitungssatz hier? DBS, der bleibt drin, ne? Theoretisch müsste man hier jetzt unterheben können. Also meine Seite war los. Mir noch nicht ganz. Sollte ich mich reinsetzen und die einzelnen durchführen?
Ja, das wird nichts. Warum? Warte, dann machen wir was anders. Ah! Das war mein Finger, warte! Wir haben die Anlage gerettet, Leute. Wir haben den Kabelbaum noch. Da war mein Finger zwischen. Und das Ding ist fertig. Braucht man noch nicht mal auseinanderbauen, ey. Jetzt das richtige Handwerkerbus. Geil! Jetzt haben wir das gleiche Spiel wie gerade. Wir müssen jetzt vorne diese komischen Löcherchen füllen, ne? Hängen wir da drin oder was? Weißt du, ich will schön die Scheiße da abmachen, du ziehst das in dem Moment. Hast du das noch mit drauf? Nein. Doch, von innen. Ich habe von innen gefilmt. Hallo. Dominik. 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 Dominik, ich brauche einen Schlitzschraubendreher. Was hat denn das? Der Gummiplatten. Ja, der Gumminöpfe, den haben die eingeklebt, wie bekloppt. Aber was ist das jetzt für ein Ding hier? Das ist GPS oder so. Oh. Ja, wir können jetzt nochmal nach den Stopfen gucken. Normalerweise sind da 3 Zweierstopfen. Wenn die das richtige Loch gebohrt haben, wenn nicht, stehen wir natürlich jetzt gleich wieder scheiße da. Durchgefallen? Ist durchgefallen. Ich habe schon extra. Das ist eigentlich die normale Bohrlochdurchmesser, den die brauchen. So, und dann habe ich mir gedacht, so, komm, ich bestell schon mal 2 mm größer und selbst die sind noch zu klein. Weißt du, was wir machen? Wir schneiden die, sägen die ab, dass wir nur die gerade Platte haben hier. Ne? Und dann machen wir eine Platte von unten da rein und dann schließt das Ding ja normalerweise genau ab, weißt du? Wie so ein Korken. Also wir müssen aber erstmal die Scheiße einmal wegkriegen und ein bisschen sauber machen. Hättest du auch noch mal einen T5 holen können. Ja, dann hätte ich auch nicht die Ausbauten drin gehabt. Machen wir das gleiche Spiel jetzt hier auch mit den Schrauben wieder? Ja komm, versuch doch mal dein Glück da drüben. Ich guck noch mal, dass ich eben hier dieses Loch hier zukriege. Ich weiß noch nicht wie. Oh! Hoffentlich war das auf der Kamera. Sieht man das Loch auf der Kamera? Das sieht aus wie ein Arschloch. Du hast ein bisschen schwarze Lippen. So, ich mach mal irgendwie die beiden Löcherchen zu. Siemens Lufthaken oder was? Hä? Mit Siemens Lufthaken? Boah! Oh. Wir haben jetzt an dem Ding hier unten diese Vertiefung, du hast das Ding noch da liegen, ne? Abgemacht, abgedremelt, weil, ja, ihr habt ja gesehen, das Loch ist leider ein bisschen größer. Die haben sich damals gedacht, wir machen das Loch mal ein bisschen größer. Und jetzt müssen wir halt so einen Blindstopfen einsetzen. Und jetzt habe ich hier schön diese kleine Platte, die drücke ich jetzt innen gegen und dann... Warum lachst du? Die sieht super aus. Der klebt auf jeden Fall und dann kommt hinter der Propfen oben rein und wird dann auch nochmal mit der... Silikonschicht da eingeklebt. Ich hoffe, das funktioniert. Ey. Eingeklebt. Oh ja, das genau so wollte ich das doch. Jetzt kann es rüber werden. Ja, ne? Also rundrum ist das Zeug jetzt auf jeden Fall dicht. Jetzt müssen wir oben mal gucken, wie wir das Ding da reinkriegen. Ne? Jetzt füllen wir einfach die komplette Stelle hier einmal aus mit dem Zeug. Jetzt nehmen wir die Kappe. Die setzen wir jetzt genau da drauf. Schön festhalten. Ja. Super. Gut. Nein, schön festhalten. Pass auf, jetzt mache ich hier nämlich das Ding ins drauf. Und zieh die ganze Stelle einmal ab. Ich muss einmal das Zeug hier abschmieren, sonst klebt das nämlich an den Finger wie Dreck. Den Rest machen wir hinterher mit dem Schaber, wenn das getrocknet ist. Würde ich sagen, oder? Mhm. Kannst du mal kurz festhalten, dann kann ich den Akku mal wegbringen hier. Kannst du? Akku. Also. Marvin, schon den Akku auf deinen Schreibtisch, ne? Das ist ein Höllenkleber, das sag ich dir. Das klebt dir die Finger zu, bis geht nicht mehr. Das ist eine Arbeit, oder? Hast du gedacht, das ist so eine Arbeit? Nein. Ich auch nicht. Na gut, das ist der Fummelscheiß, ne? Hier hinten. Fummelscheiß des Lebens ist das. Aber boah, der Bus sieht komisch aus ohne. Außer der Steckverbinder, der ist jetzt so verdächtig da hinten. Meine Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, oder? Sollen wir da zusammenbauen? Im Zeitraffer kannst du noch anhängen. Na, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ihr wisst ja, wie wir das jetzt auseinandergebaut haben. Wir werden jetzt die Decke wieder einsetzen. Die Steckverbinder, die stecke ich jetzt einfach wieder aufeinander hier. Wir sehen uns im nächsten Teil, wenn ich hier dieses Doppeldien-Radio einbaue. Und würde sagen, lasst ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Umbauprojekt. Du hast die Schnauze auch voll, ne? Ich gehe jetzt gleich auch nach Hause, ja. Ich auch. Und freut euch auf die nächste Woche, dann kommt da großes Navi rein. Bis bald. Ciao.